Ein kleines Dorf und ein riesiges Festival. Warnhöden im Deichbrandfieber. Im Moment die Security lässt die Trecker nicht raus. 60.000 Musikfans. Erstmal ankommen, aufparken, Bier trinken und dann geht das weiter. Und Menschen, die hier alles stemmen. Kommt gleich nach, ne? 5 Uhr geht das los, bereiten wir vor, Brötchen rein und alles. Es fängt jetzt an zu regnen draußen, ne? Gummistiefel und Handschuhe nachpackt, ne? Genau. Das Wichtigste bei den Bestellungen ist die Wetterprognose. Wir können noch so viele Autos hier rausschleppen, die Straßen sind dicht. Dienstag früh, noch 48 Stunden bis zum Festival. Volker Apiarius steht unter Strom. Die Bahnschwellen, die bauen wir hier zwischen den Türen am besten. Hier, wo der Strich schon ist, bauen wir die als Treppe ein und gegenüberliegend nochmal genauso. Da brauchen wir ja nur 2. Wo gestern noch eine Weide war, baut Volker mit seinen Leuten den Backstage-Bereich für die Bands auf. Eigentlich ist Volker Lohnunternehmer. Doch an diesem Wochenende kümmert er sich auf dem Deichbrandfestival um fast alles. Hier kommt eine Terrasse hin, genau. Das bleibt hell. Dieser Bereich kommt dunkel. Okay. So kurz vor dem Start des Festivals drängeln sich jetzt Bühnentechniker, Lieferanten und das Team von Volker im Backstage-Bereich. Ja, die Schwierigkeiten sind eigentlich, dass man irgendwo gerade was geplant hat, dass man da loswegen will. Und in dem Moment kommt gerade noch ein kleiner LKW wieder an. Oder auch große, so wie kurz davor, die noch Container anliefern wollen. Und man muss dann erstmal eben wieder aufhören mit dem Bereich, wieder umswitchen, alle mal zur anderen Ecke rüber, dass wir da erstmal weitermachen. Weil da ist es komplett blockiert, wir können da nicht weiter. Stattdessen machen sie mit den Hackschnitzeln weiter. Die werden gebraucht, um die Wege auszubessern, wenn es mal wieder regnet. In der Regel haben wir hier immer die Extreme. Entweder richtig warm, Staub oder sehr viel Regen. Also jetzt diese Mischung, das passt jetzt schon. Am anderen Ende des Geländes wird schon seit 2 Wochen ein riesiges Zelt hochgezogen. Für den Festival-Discounter. Auch hier soll Volker sich kümmern und eine schnelle Lösung finden. Volker. Moin, Timo. Hi. Du, pass auf, wir haben ein Thema. Hier ist jetzt ja überall relativ sandig, durch das ganze Hin- und Herfahren, durch die ganzen Stapler. Auch hier siehst du ja, das ist ziemlich matschig. Ja, wir müssen hier irgendwas machen. Wir müssen hier irgendwie ein bisschen Rindenmulch schmeißen oder irgendwie sowas. Ja, dann die ganze Fläche freimachen, dann gehen wir mit den Hackschnitzeln direkt ran. Ja, mach ich. Dass die ganze Fläche bedeckt ist. Ja, mach ich. Okay, mach's gut. Wir sehen uns. Ja, bis dann. Tschüss. Haben wir noch genug auf Lager davon? Ja. Ja? Denkst du daran, dass du das Bild nach vorne machst, dass die das auch sehen können, was es ist? Ja, natürlich. Das ist schön. Melanie Bröers leitet das Verkaufsteam des Festival-Discounters. Sie ist schon zum 4. Mal dabei und weiß genau, was Deichbrand-Fans zum Überleben brauchen. Versuche auch hier ruhig Bild nach vorne. Okay. So viel wie möglich aufschneiden. So, machen wir fertig. Alles klar. Wir sind natürlich komplett abgestimmt aufs Festival, so dass Grillkohle, Masse, Grills, also alles, was man wirklich fürs Campen, fürs Zelten benötigt, verkaufen wir hier natürlich. Und das Wichtigste, hier im Kühlraum dürfen die Getränke nie ausgehen. Mitkommen. Magst du hier gleich noch mal eben die Kartons ein bisschen aufschneiden? Ja, klar, und die so drehen, dass man das Bild vorne sieht, ja? Mach ich dir komplett fertig hier, ne? Gut, alles klar. So, dann fahre ich mit dem Fahrstuhl dann an, ne? Ja, gerne. Auch im Dorf bereiten sie sich auf den Ausnahmezustand vor. Ja, dann wollen wir mal gucken. Familie Kerkow verwandelt ihren Vorgarten wieder in einen Biergarten mit Campingplatz. Praktisch, das Haus ist nur wenige 100 Meter vom Festivalgelände entfernt. Die Brüder Dirk und Daniel sind wieder heiß auf verrückte Deichbrandtage.
Tresen ausrichten, anklemmen, Fass anstechen. Die Bierbude steht allerdings noch schräg. Sieht gar nicht so schlecht aus. So ungefähr, ne? Nee, machen wir noch weiter, Ronne. Alter, da hast du ein Auge für, ne? Natürlich habe ich da ein Auge für. In Längsrichtung passt das schon mal, nur quer müssen wir noch, rechts müssen wir ein bisschen höher. Ja. Der Garten soll wieder zum Treffpunkt für Festivalfans werden. Also. Viele kommen seit Jahren. Nur ein Loch, ja. Willst du den genau oder ganz genau? Einigermaßen genau. Also in der Blase ist er. Also jetzt haben wir ihn ziemlich genau. Ja, dann machen wir noch einen Finish-Schlag und der ist gut. Vorne gucken. Die Rollen sind klar verteilt. Daniel kümmert sich um den Campingplatz, Dirk ist der Schankmeister. Oh, zapft ich. Das ganze Jahr freuen wir uns drauf. Und besonders auf das erste Bier aus unserem Wagen. Und dann wissen wir auch, dass es wieder losgeht. Ja. Denn zum Wohl. Auf dein Brand 23. Zurück auf dem Festivalgelände. Nico Hollerit ist einer von 20 Mitarbeitern von Volker Apiarius. Er präpariert jetzt die Fläche vor dem Zelt. Rund 50 Anhängerladungen mit Hackschnitzeln werden an diesem Wochenende auf dem Gelände und den Campingplätzen verteilt. Alles, damit niemand nasse Füße kriegt. Für die Jungs, das ist kein Alltag. Das macht man nicht jeden Tag. Das ist für uns einmal im Jahr. Wir machen hier wirklich 20-Stunden-Schichten manchmal. Die ziehen alle so mit durch, von vorne bis hinten, von Anfang bis Ende. Donnerstag, Anreisetag. Jetzt strömen die Musikfans in das 460-Seelendorf Warnhöden. Weil die Deichbrandbesucher direkt am Haus der Kerkus vorbeiziehen, ist die Familie immer mittendrin. Mit Bierausschank und Bratwurstbude, Duschen und Campingplatz. Birgit und Hartmut Kerko lieben den Trubel im Dorf. Ja, alle glücklich und zufrieden. Angefangen sind wir mit einem kleinen Grill im Garten. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Und dann kam dann auch gleich das Gesundheitsamt, sie müssen über den Grill was rüberstellen. Ja? Dann haben wir da was rübergetan und dann waren die auch zufrieden. Und so hat sich das so nach und nach entwickelt. Dann wurden wir immer größer, immer mehr Leute. Ja, es war einfach nur toll. Ne? Dass die Gäste Biggis Rasen platt treten, kein Drama. Heute sieht das auch noch gut aus. Komm mal erst mal Montag wieder. Aber das dauert eine Woche und dann ist das auch wieder gut. Also morgen Montag ist hier alles Matsche. Aber das ist. Der Garten hinterm Haus wird am Festivalwochenende zum Campingplatz. Und Daniel zum Platzwart. Wir sind zu dritt. Drei Fahrzeuge. Drei Fahrzeuge. Kriegt ihr die hier positioniert? Ja, super, klasse. Könnt ihr gerne mal grob positionieren und dann gucken wir gleich mal eben. Klasse machen wir gleich, ne? Da kriegen wir erstmal ankommen, auspacken, Bier trinken und dann geht das weiter. Diese Freunde aus Buxtehude sind durch Zufall im Internet auf den Campingplatz hinterm Haus gestoßen. Lass die Spiele beginnen. Genau, lass die Spiele beginnen. Sehr gut. Den Weg werden wir nie wieder herfinden, den kennt nur Tante Google. Wir sind durch Dörfer gefahren, wo wir dachten, dass es gar keine Menschen mehr gibt, aber sind gut hergekommen. Am Abend wollen die drei ein erstes Konzert sehen. Der Weg zu den Bühnen ist nicht weit. Nachmittag. Sobald die Zelte stehen, decken sich die Leute für 3 Tage ein. Besonders gefragt Bier und Brötchen. Melanie muss ständig für Nachschub sorgen. Vorsicht! Alles gut!
Wir müssen einmal vorne im Brot nachfüllen. Magst du da einen beischicken? Ja. Ja? Wie sieht's aus mit Ware? Gut. Habt ihr noch genug hier? Ja, natürlich. Ja? Backtüten? Natürlich. Alles noch vorrätig? Okay. Gut. Sieht gut aus. Haben wir noch Luftmatratzen hinten? Weißt du das so? Da musst du gleich mal eben schauen. Ich mach das gleich mal eben nach. Okay, und sonst füllen wir da eben was anderes rein, ne? Bring mal hin. Alles klar. Der Job geht in die Beine und auf die Ohren. Ja, die Lautstärke ist natürlich hier schon extrem. Man merkt das natürlich auch an meiner Stimme. Man muss oft gegen die Musik anreden. Der Geräuschpegel bleibt gleich. Allerdings ändert sich ständig, was die Leute brauchen. Melanie muss sofort reagieren. Das ist jetzt für uns das erste Festival, wo wirklich das Wetter so unterschiedlich ist, jeden Tag anders. Und die Festivalbesucher decken sich natürlich jetzt mit Gummistiefeln ein, Regenponchos, Schuhüberzieher. Da mussten wir noch mal ordentlich nachordern. Und das Wichtigste bei den Bestellungen ist die Wetterprognose. Haben wir noch genug Gummistiefel hinten? Das ist, glaube ich, jetzt der Rest. Ne? Sortiert ihr die jetzt nach Größen? Zur selben Zeit auf dem Campingplatz. Volker Apiarius wurde angefunkt. Seine Leute sind auch dafür zuständig, die mobilen Toiletten auf dem Festival zu leeren. Doch sie kommen kaum voran. Manche Besucher haben ihre Zelte zu nah an den Wegen aufgebaut. Die Trecker bleiben immer wieder hängen. Jede Verzögerung nervt. Fast 800 mobile Toiletten müssen dreimal täglich geleert und gereinigt werden. Das ist so nicht zu schaffen. Also dann kommt ihr da hinten nicht durch, oder? Ist natürlich überall schlecht, aber hier ganz besonders. Ja, okay. Ich sorge ja gleich für, dass die Notausgänge aufgemacht werden, dass ihr da rauskommt. Alles klar. Ja, die haben Probleme, dass sie hier überall nicht durchkommen, weil das teilweise doch eingestellt ist und ist natürlich auch, wir wollen so wenig wie möglich hier fahren. Und dass sie dann hier aus den Notausgängen raus können. Und im Moment die Security lässt die Trecker nicht raus. Endlich kommt der Trecker durch. Jetzt können die Toiletten leer gepumpt, gereinigt und desinfiziert werden. Unterdessen spricht Volker mit den Ordnern. Und für die Zukunft, wenn die Trecker hier kommen, die hier auf, oder auch die LKWs, hier die Dixies leeren und säubern, dass sie hier auch rein und rausgelassen werden. Die sollen so schnell wie möglich wieder runter vom Gelände, dass sie kurze Wege nur haben. Problem gelöst. Die Traktoren dürfen ab jetzt die Notausgänge als Abkürzung benutzen. Alles landet in dieser Sammelstelle auf einem Feld neben dem Gelände. Ja, wir sorgen dafür, dass das ganze Abwasser, was hier anfällt, mit von den Toiletten, Duschen, Dixies, für die Dixies ist extra so eine Separationsanlage hier, wo die Fremdstoffe rausgesiebt werden und extra separiert werden. Und das Ganze fahren wir dann direkt nach Cuxhaven ins Klärwerk. Die Trecker mit den Güllefässern sind rund um die Uhr unterwegs. 60.000 Besucher, mehr Abwasser als in der ganzen Stadt Cuxhaven anfällt. Freitagmorgen, Festivaltag 2. Frühstück bei Biggie in der Garage. Einschenken musst du da selber, Milch, Zucker, alles. Moin, moin. Moin. Wie funktioniert das und wo zahlen wir? Also Frühstück bezahlt ihr bei mir, duschen denn dahin. Frühstück bei mir, bitte. Ja. Tipptopp, was bekommst du? 6 Euro für ein Frühstück. Und dann nimmt ihr, zwei Brötchen sind dabei, Kaffee satt und alles, was dazu bei ist. Diese fülle ich gleich noch auf. Tipptopp, danke. Bitte. Wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diese? Hat
Braten wird auch. Ja, das ist gut. Gebt ihr mir die mal eben bitte mit? Selbstverständlich. Ja, schön. Kommt gleich nach. Ne? Ohne Vorbestellung geht heute nichts. Die kommen ja mit 20, 30, 40. Ne? Und du guckst ja immer, was du an Frühstück hast, dass du die Menge dann auch da hast. Aber dann sage ich auch schon mal, wenn die nicht vorbestellt sind, so heute ist Schluss. Ne? Ihr müsst die vorbestellen. Wenn du da bist, wenn du nicht siehst und das zum allerersten Mal, wenn sie dich sieht und wenn du nicht siehst, dann kommt der Hund. Das kam auch schon, ob es nicht ein Sekt beim Frühstück gibt. Eine Schanklizenz hat in Biggis Garten aber nur Sohn Dirk für seine Bierbude. Ja. Was Spaß macht am meisten ist der Tresen selber. Die Leute sind alle nett und freundlich. Ja, man hat immer gute Stimmung dabei. Ja, manche eskalieren hier ein bisschen, aber das ist vollkommen okay. Ich finde das gut, dass dieses kleine Dorf hält alles zusammen, die halten alles zusammen und die Bauern stellen ihr Ländereien zur Verfügung und das wird alles so abgestimmt mit der Ernte und so. Einfach alles toll. Auf den Feldern der Bauern wird jetzt gefeiert. DJ Beauty and the Beats gibt auf dem Wohnmobilplatz ein kleines Gratiskonzert, weil er die Atmosphäre beim Deichbrand so familiär findet. Noch am Abend zuvor hat er beim Festival auf der Hauptbühne aufgelegt. Also ich würde für sowas nie Geld nehmen. Das ist nur für Fun. Also nur für Fun. Gestern war Business auf der Mainstage, heute ist Fun. Samstag, der vorletzte Festivaltag. Am Mittag setzt Dauerregen ein. Der treibt viele Besucher ins trockene Zelt. Melanie Bröhrs ist zufrieden. Sie hat richtig geplant. Schau dir jetzt, es fängt jetzt an zu regnen draußen. Gummistiefel und Kaunhaus nachpacken. Ja. Ne? Genau. 16 Kassen sind zeitgleich geöffnet. Kassierer Barry ist die Ruhe selbst. Nee, ne? Ein schönes Wochenende und alles Gute. Ja, ciao. Ich habe Bock zu arbeiten und die Musik macht noch richtig gute Laune. Also die Kunden sind alle gut drauf, aber das Besondere im Deichbrand ist, dass die hier nicht aggressiv sind. Die sind alle ein bisschen drauf, aber menschlich. Und ich finde das klasse. Ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Verkaufsleiterin Melanie Bröhrs wird hier noch bis spätabends den Laden zusammenhalten. Und dann todmüde ins Bett fallen. In Biggis Garten wird weiter gefeiert, selbst bei Regen. Daniel macht unterdessen alles regenfest. Julia muss schlafen. Moin. Weiter zum Campingplatz. Einen Kurzschluss kann er jetzt gar nicht gebrauchen. Euer Stecker und sowas habt ihr alles ein bisschen versteckt unter dem Zelt und sowas. Ja. Alles gesichert. Weil Strom und Wasser verträgt sich ja nicht so. Hab ich schon mal von gehört, ja. Das gibt dann kurzen für den Elektriker. So, hier ist ein Herz, Jungs. Bis später. Daniel und seine Familie haben nun schon 3 Tage Festival im eigenen Garten in den Knochen. Samstag, Sonntag kommt so eine kleine Punkte, wo man mal kurz die Schnauze voll hat. Aber wenn man dann wieder nach vorne geht und die ganzen Leute feiern sieht, und man trifft viele Freunde, dann ist das auch gleich wieder wie weggeblasen. Und dann warten wir auf den Montagmorgen und dann ist Ruhe. Dann sitzen wir morgens auch alle beim Kaffee zusammen und sagen, so, jetzt war's das.
Zur selben Zeit auf dem Festivalgelände. Deichbrand-Fans tanzen auch im Regen. Sonntagmorgen. Seit 20 Stunden regnet es jetzt ununterbrochen. Das Infield, der Bereich vor den Bühnen, ist ruiniert. Und schon gleich soll es hier wieder weitergehen. In einer Stunde um 11.30 Uhr wollen wir das Infield öffnen. Hier ist Meldung vom Verkehr nach Nord-Walter-Karstenstraße. Bräuchte ich einen Traktor, der hier die Leute rauszieht. Sehr, ganz gut. Danke. Die Trecker sind auf dem Weg. Die kommen da hinten hin. Verstanden. Ende. Sehr schwierig. Sehr schwierig. An allen Ecken. Die Parkplätze sind alle völlig durchnässt. Die Fahrzeuge kommen nicht weg. Infield ist kaputt getreten. Wir versuchen so ein paar Hauptgänge zu machen, dass wir die abschnitzeln. Dass man zumindest einzelne Wege hat, wo man sich bewegen kann. Und vor den Bühnen, dass es da auch nicht ganz so schlammig ist. Bären wollte eine Spur von dem Mittelweg rüber zum VIP-Container haben. Ja gut, dann und vor dem Palastzelt den Bereich will er abgestreut haben. Dann gehen wir hier raus. Volker versucht zu retten, was zu retten ist. Aber wie sollen hier gleich wieder Leute tanzen? Und es gibt weitere Probleme. Bedeutet, haben sie auch den Zaun aufgemacht, ob sie wenig wieder rausfahren. Weil die machen, was sie wollen. Die wollen nach Hause. Volker kann es nicht hören. Die kommen nicht mehr rein, jetzt sind viel. Aus allen Ecken kommen die Hilferufe, dass sie irgendwo nicht vorankommen. Und das, aber wie gesagt, Stück für Stück wird es abgearbeitet. Mit ein großes Problem ist, dass wir hier kein Netz haben. Vielmehr das Netz ist da, aber es ist überlastet und man kann immer die Telefonate nicht durchführen. Das ist ein Riesenproblem, gerade in so einer Situation, dass man dann nicht durchkommt und die ganzen Leute koordinieren kann. Die einzige Möglichkeit, Volker holt Funkgeräte, um sie einzeln an seine Leute zu verteilen. Aber die sind überall auf dem riesigen Gelände verstreut. Und inzwischen reisen schon viele Besucher frühzeitig ab und blockieren immer wieder die Wege. Kanal 8. Dann nehmen wir ihn für den Häckselwagen. Und schon muss Volker das nächste Problem lösen. Überall sind die Ausfahrten blockiert, weil Autos im Schlamm feststecken. Die müssen weg, damit Volkers Leute die Wege mit Hackschnitzeln reparieren können. Heiko, lässt du gleich hier einmal im Haufen ablaufen, dass wir hier die Verbindung hinkriegen? Die Ausfahrten werden befestigt. Aber trotzdem, es geht nicht weiter. Wir können noch so viele Autos hier rausschleppen, wie wir es hier sehen. Die Straßen sind dicht. Wir kriegen die vielleicht hier hochgezogen, aber dann kommen sie auf der Straße nicht weiter. Also wie gesagt, man muss jetzt Geduld haben. Alles andere bringt nichts. Es bilden sich immer mehr Staus, weil Besucher einfach Zäune öffnen und sich sofort wieder festfahren. Sind die da in diesen kleinen Graben reingefahren oder was? Das muss schon ein bisschen laut werden. Und unten bei Kühlung haben sie neben Blase den Zaun aufgemacht und wollten gerade rausfahren. Da stehen sie dann mit Wohnwagen und blockieren alles. Volker muss weiter zum Wohnmobilcamp am anderen Ende des Festivalgeländes. Zum Glück kennt er die Schleichwege. Hier oben müssen noch mehr rausgezogen werden. Hier hat jemand den Zaun geöffnet. Volker nutzt die Lücke, um abzukürzen. Der Campingplatz, eine Schlammwüste. Okay, dann kämpfe ich mich da mal durch. Alles klar. Das Chaos auf dem Campingplatz macht Volker sprachlos. Fast. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ja. Hier am Wohnmobilcamp stecken so viele Autos fest,
dass auch der Treckerfahrer nicht weiß, wo er anfangen soll. Stefan Picker kommt noch dazu. Ja. Den lohnt sich gerade hinten rum, dass er von hinten mit reinkommt. Aber bringt ja hier irgendwie auch alles nichts, wenn du nicht wegkommst hier. Die Autos müssen hier irgendwie wieder weg, weil wenn ich jetzt nach hinten fahre, komme ich hier vorne nicht mehr ran zum Rausziehen. Ja. Das ist alles Käse. Habe ich jetzt auch schon versucht, das geht aber überhaupt nicht. Das ist hier gleich ganz vorbei. Ich zieh den erstmal raus. Da können wir hier noch so viel ausschleppen. Ja, bringt nichts. Damit es hier heute noch mal weitergeht, muss die Ausfahrt freigeräumt werden. Volker will unbedingt dieses eine Auto wegbekommen, das hier alles blockiert. Die Abschleppöse scheint nicht zu passen. Volker nimmt die Sache selbst in die Hand. Kann das sein, die überhaupt nicht dazugehört? Die Öse stammt von einem anderen Fahrzeugmodell. Habt ihr denn keine Öse hinten drin, sag mal? Wollen wir den Anhänger so rausziehen, dass wir ohne Anhänger hochfahren? Hänger ab, jetzt hilft nur noch Muskelkraft. Ja, jo. Ja, ich kann es aber nicht nachvollziehen, dass man zum Festival fährt, wo sowas ja auch wirklich passieren kann. Und dass so viele Autos hier sind ohne Steppöse. Kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Endlich wieder freie Fahrt. Nach fast einer Stunde Warten geht's hier wieder voran. Ja, nun ist ja wieder Bewegung drin. Ein Auto nach dem anderen rausschleppen. Im hinteren Feld sind auch noch zwei Trecker, die auch den eben wieder in Bewegung hilft. Und dann müssen wir schauen. Da wird sich nichts mehr ändern. Die werden jetzt bis in die späten Abendstunden hier sein und dann wird es wahrscheinlich morgen früh weitergehen. Insgesamt 28 Trecker aus Warnhöden sind jetzt im Einsatz. Unsere Mitarbeiter, die entwickeln auch einen Ehrgeiz, dass das echt gemeinschaftlich immer super gut läuft. Alle ziehen mit. Keiner guckt auf die Uhr. Die Arbeit, die gemacht werden muss, wird fertig gemacht. Und auch so wie heute sieht man wieder den Dorfzusammenhalt, dass die Landwirte, die man angerufen hat, kommen mit her und helfen mit. Und gemeinschaftlich schaffen wir das. Egal ob Dauerregen oder Schlamm, ein Dorf rockt das Deichbrandfestival. Und das ganz bestimmt auch im nächsten Jahr.